zu Boden fallen. Aber immerhin hat man nicht das Gefühl, dass man hier eine Endlosschleife hat. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Also normalerweise bei einigen Stellen war es immer so, hattest du das Gefühl, dass es eine Endlosschleife ist. Aber dadurch, dass du gezwungen wirst, ja jeden Schritt mitzulaufen, kriegst du automatisch nichts von der Endlosschleife mit, weil du ja immer vorwärts läufst. Das haben immer auch alle gleich unlogisch. Dass du nicht anvisierst und überhaupt nichts triffst und anvisierst und alles triffst. Sie sind oberhalb von uns. Unsere Kugeln bringen durch das Metall. Geht sich zurück, vorrücken. Hier sicher. Weiter. No Money. Sprengschnur. Platziere Sprengschnur. Okay, Zündung. Kick, wir sind drin. Gehen über die Ostseite. Verstanden. Multikulaturen sind da vorne. Bewegung. Vorsichtig. Hash auf mein Zeichen. Los. Die Ecken sichern. Vorwärts. Gang gesichert. Los jetzt. Nee. Muss jemand gehört haben. Eine Ladung an diese Tür, Logan. Ich hab's verstanden. Oh, das habe ich so gemacht, ohne zu wissen, was ich machen sollte. War das gut? Ich fand's super. Boom. Das war knapp. Hier geht's zu den Druckregulatoren. Müssen wir nie gebrauchen. Danke. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Was soll das werden? Schnauze! Schalt ab, Kleiner! Nein, nicht! Hier jagt die hochvergiftete Luft! Stopp! Scheiße, was soll das? Wir werden alle Luft! Kiegel, die Hochfackel ist aus! Bleib vom Votum weg! Da oben wird es gleich unangenehm! Verstanden, wir sind sicher! Also gut, dann nach oben. Ruhig bleiben. Hey, hey, Captain. Hoppala, ich bin ausgerutscht, Captain. Der wird zu mir alt. Warte noch. Lauf mir nicht in meinen verfickten Schuss rein. Der hat noch nicht, wer will nochmal. Hier habe ich eine Tüte Fröhlichkeit für euch. Stimmt jetzt. Dass du solche intelligenten Manöver machen kannst, dass du auch mal anschleichen kannst von hinten so. Das war jetzt geil. Soll ich dir helfen? Gerne. Ach schön. Wir haben ein Heli für die Evakuierung. Lassen ihn warm laufen. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? 2 Minuten vom Kommandoraum weg. Komm über die Nordseite. Wir warten auf euch. Bitte nicht zu lange.
jetzt hier durch. Ja, dann kann man auch ein bisschen schneller malen hier. Genau, schubs mich weg, damit auch jede Kugel daneben fliegt. Ich glaube, das Ding hat auch mal schönere Tage erlebt hier. So. Also, wie gesagt, ich hab ja lieber ein paar intelligente, also weniger Gegner, aber dafür intelligente halt. Halo meine ich nämlich auch. Noch ein Kollege. Wenige Gegner hast du immer. Aber dafür sind sie unglaublich schlau. Wow! EMG-Star ausschalten! Keine Money. Zeig dich. Halt, das ist eine Granate. Alter Schwede! Gibt's doch nicht, ey. Hallo. Alter, Alter, ist ja gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut. Alter! Du wirfst dich gerade weg, wirfst du gegen einen Stopfen, Alter? Flieg wieder zurück. Da habe ich noch verfickte Munition dafür gefunden. Kiegen, Patron gesichert. Ihr könnt loslegen. Verstanden, Kegen, leg mal los! Ich kann mein MG nicht mehr aufnehmen, so eine perfekte Scheiße. Ja, ja, dann mach das schon. Ja, die scheiß Buzzy kann ich noch aufnehmen, ist klar. Ach, keine Ahnung.
Keegan, wir schalten die Feuerregulierung ab. Logan, ich überlade die Pumpen. Bewegt die einfach nach oben, dann können wir alles machen. Die Leiche da vom Schaltpult. Erledigen wir unseren Job. Vor allem, wir wissen, wie wir alles machen müssen. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. So, grüner Bereich halten. Logan, so halten. Okay, also los. Halt uns auf dem roten Bereich. Dauert nicht lange. Bin dran. Hab ich. Consolero. Okay! Lauf, und das erlebst du nur in der Armee. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was die Rakete angegriffen hat. Aber immerhin haben wir eine Pipeline abgemurkst. Yay. Atlas Feld. Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Ahu. Ah, sind die Schwimmflossen von ihm gerade noch. Blub, blub. 50 Meter. Sauerstoffniveau sieht gut aus. Scarecrow startet die Uhr. Ey, wisch mich nicht mit deinen Füßen in die Fresse. Hier lang. Die Absturzstelle ist 5 Kilometer entfernt. Stirbt nicht. Nicht zu weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen. Heise, nette Tiere. Verdammt, nicht zu raus da! Logan! Okay, das sollte man nicht machen. Okay. Ich will es noch einmal ausprobieren. Und zwar richtig schön lange ballern. Welchen nehmen wir uns denn? Der schwimmt gerade weg. Ich würde sagen, lebt er jetzt wieder? Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Haiejagd ist scheiße. Ich wollte es nur ausprobieren. Der ist spielehalshalber. Andere fressen die dann, ey. Das ist zum Kotzen, Alter. Andere... Normalerweise jagt man sie nur wegen den Flossen. Fängt sie, schneidet in den Flossen ab und lässt sie wieder ins Meer rein. Beim lebendigen Leibe. Zum Kotzen ist das einfach nur. Nein, diesmal baller ich nicht. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis sie sich trennen. Okay. Weiter geht's, aber schön unten bleiben. Muss ich die abballern, oder? In Position. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer 2 oder 3 Treffer. Feuerfreigabe. Gut gemacht.
gemacht. Los durchs Wrack, damit wir in Deckung bleiben. Und halt Abstand von der Oberfläche. Okay.